So, dann nehme ich das mal rein, gucken, was da jetzt raus wird. Ich habe keinen Plan. Von der Materie so, aber es fand keinen Plan. Wahrscheinlich dürfen wir dann gleich noch, weil ich irgendeinen Unsinn gebaut habe, Tintenfische schlachten, um noch Tinte zu kriegen. Nee, das war. Ist anscheinend richtig gewesen. Ist voll. Hm. Irgendwann gucken. So, plus Papier. Aha. Was haben wir jetzt hier? Ah, Linkpanel. Ah, oh, Small Step to the Journey. Wumms, haben wir zwei Linkpaneele. Jetzt brauchen wir Leder. Na, Leder sollte ja jetzt das kleinere Übel hoffentlich sein. Natürlich haben wir kein Leather. Gucken wir mal oben nochmal. Wir müssen auf jeden Fall noch welches haben. Dann haben wir es ja wenigstens doch noch irgendwie hingekriegt, ohne dass ich nochmal schauen musste. Ja, Leder. Zack, zack. Nehmen wir erstmal alles. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Nein, du nicht. Dich dann bitte. Ein Linkingburg. Jawoll. Zwei Stück wollen wir da erstmal haben. Passt. So. Dann machen wir das eine Linkingburg mal hier so. Warte, das war doch so, oder? Rechtsklick auf den Boden irgendwie. Jawoll. So, da haben wir das hier gelinkt. Haha, wir haben es gelinkt. So, das heißt, jetzt dürfen wir dann zurückreisen. Ja, dumm. So, das da weg. Das Leder können wir vielleicht mal. Ja, können wir erstmal alles wegmachen. Was heißt, die Flakons brauche ich gerade nicht. Das Papier brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Und hier brauche ich auch erstmal nur einen von. Wenn das alles schneller geht mit Linking, dann kommen wir hier auch besser her. Naja, toll, hier hätten wir Papier. Hurra! Und hier haben wir noch da Falakons. Ich glaube es ja wohl. Hier haben wir noch Jungle Fans. Was wollte ich jetzt irgendwie nur gucken? Richtig, das wollte ich gucken. Glas wollte ich mitnehmen. So, das heißt, wir kehren jetzt wieder zurück. Oh mein Gott, und dann haben wir Linking gebuckt. Oh Mann, gut, wenn das alles klappt. Gut, gut, gut. So, Wems, Wems. Na komm, Renner. Und auf geht's. Yeah! So, zack. Richtige Karte in die Hand genommen und dann geht's hier auf. Oh, es fällt wirklich nur so ein Außenborder, dann ging das hier natürlich auch richtig ab. Ah, dann mal irgendwann da, wie gesagt, den Steken setzen, wenn es so und so ist. So, das heißt jetzt, hat das funktioniert? Ich kann wieder Licht ausmachen. So. Angenehmer. So, und zack, ungefähr so müsste ich. Jawohl. Öl voraus. Ich fahre jetzt noch mal. Ich fahre jetzt einfach mal durch. Ich will wissen, was passiert. Außer, dass ich vielleicht schwarz werde, möchte ich wissen, was passiert. Öl, wir kommen. Flups. Cool. Die Richtung müssen wir, ne? Ja, die Richtung müssen wir nach wie vor. So, das heißt, wir schlachten dann auf kurz oder lang ein paar Tintenfische wieder ab. Und ja, da geht's weiter, ne? Muss ich kurz mal überlegen. Warte mal, das war der Montag oder Dienstag. Das jetzt könnte sogar schon Silvester sein. Eieieiei. Na, da, ich hoffe, ich liege jetzt nicht richtig. Ich müsste jetzt nochmal Lichter machen, um zu gucken in meinem Kalender, ob das wirklich so stimmt. Aber es müsste so circa hinkommen. So circa. So, Wumms. Wir fahren jetzt einfach mal. Wir fahren übers Meer. Es ist ja gar nicht schwer. So langsam müssen wir auch mal auftauchen auf deiner Karte. Na los, gerade. Na komm. Na komm. Ja, da sind wir. Da sind wir. Zumindest kommen wir jetzt langsam näher. Und ohne hinzugucken, erstmal schön auf die Sandbank auflaufen. Das wäre das Beste, was uns geschehen könnte. Da sind wir. Jetzt müssen wir noch so einen kleinen Tick in die Richtung gehen. So müsste es eigentlich hinkommen. Navigieren nach Karten. Genau. Wir navigieren nicht nach Sicht, wir navigieren nach Karten. Mal schauen, was passiert. Ja, okay. Sollte gut gehen. Sollte gut gehen. Halleluja. Mensch,
Gestern war das ja, wo jetzt endlich bekannt gegeben wurde, hey, Niedersachsen hat jetzt endlich die Studiengebühren auch abgeschafft. Ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen alt, wenn ihr diese Folge seht. Aber Freude und Erleichterung, wenn man sieht, wie hoch sie doch sind und vor allem das letzte Bundesland, das daran festgehalten hat. Und was ist? Natürlich nicht rechtzeitig zu dem kommenden Semester, sondern mehr oder weniger eine Woche, nachdem alle Studenten, ich eingeschlossen, den Bescheid für die nächsten Studiengebühren gekriegt haben. Da kommt das Ding dann. Hey, sie braucht dann dann nicht mehr bezahlen. Verdammt, super. Da wollte ich eigentlich mit dem BA zumindest fertig sein. Hallo? Oh, okay, ich glaube, ich habe es direkt wieder eingesammelt. Ah. So, können wir das schon mal hinnehmen? Und können wir das schon mal hinnehmen? Katjana, habe ich mir auch gefreut. Also, habe ich auch gedacht, ja, jetzt auf einmal. Na, Hauptsache endlich. Aber das, vor allem, die ist wirklich so abzupassen, dass sie dann noch schön dieses eine Mal noch mitnehmen. Ja, Studiengebühren, das ist ja auch so ein Punkt. Ich sah ja einen Sinn dahinter, also ich muss mich outen, also ich finde es einigermaßen sinnvoll, Studiengebühren zu haben. Nur was ich nicht sinnvoll fand, dass da irgendwie jede Fakultät, beziehungsweise jedes Bundesland und so weiter und so fort, alles das selbst bestimmen konnte. Nee, wenn, wäre es nur fair gewesen, alle Studenten gleich gestaffelt und nicht, dass in einem, bei dem einen zahlt man 500, 600 Euro Studiengebühren, bei den nächsten zahlt man 100 Euro Studiengebühren, weil und bei den nächsten zahlt man gar nicht, weil die sind froh, wenn sie Studenten kriegen, dann hätten die Gebühren lieber gleich sein müssen, überall, in jedem Bundesland und so weiter und so fort. Dann hätte ich es fair empfunden und gefunden und vor allem nicht in dieser doch teilweise wahnwitzigen Höhe. Wenn man sich so überlegt, dass man da als Student locker mal, je nachdem, wie es aussieht, ein bis zwei Monate von leben könnte, von dem, was man pro Semester bezahlt. Ja. Und ich meine jetzt nicht nur einfach so bei Mami Papi zu Hause leben, sondern wirklich mit Lebensmitteln allen drum und dran. So, jetzt mal gucken, wo könnten wir hier mal linken? Wo könnten wir hier mal Linking machen? Linking Park! Oh ja, hier hinten sieht es gut aus. Hier hinten gefällt es mir. Nein! Komm wieder runter da. So. Holzkarten hier hoch. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Also wie gesagt, Sinn habe ich in Studiengebühren schon gesehen. Nur nicht halt, wie sie es gemacht haben. Das war einfach, sagen wir es mal so, es war etwas unfair im Endeffekt. Aus meiner Sicht zumindest. Ich glaube, da würden auch viele Studenten Applaus beipflichten. Naja, die nachfolgende Generation können jetzt froh sein, dass dieses Zeug wieder abgeschafft wurde. Können dann halt happy sein, brauchen nichts mehr bezahlen dafür. Ja, ich sehe ja schon allein den Punkt da drin, sehe ich ja bei uns jetzt hier, wenn sie so Zusatzsachen wie hier das Semesterticket, nicht jeder Student braucht das Semesterticket, aber alle dürfen es berappen zum Beispiel. Das sind auch solche Sachen, wo ich sage, wo glaube ich mir auch die es selbst bezahlen dürfen, auch wenn sie es nicht brauchen, eher beipflichten als die es brauchen. Ach, was mache ich denn da schon wieder? Raus hier. Los! So, erstmal den Rucksack hier runtergeholt. Da mal noch Redwood. Wie gesagt, die würden mich wahrscheinlich lieber schlagen, dass ich sage, hey, das war auch nicht richtig. Weil diese Semesterticket, ich bin zum Beispiel, ich kann von mir aus nicht mit Semesterticket fahren, mit Bus, Bahn, öffentlichen Verkehrsmitteln. Ist nicht, geht nicht. Ich bin auf Privatfahrzeug angewiesen, muss aber ein scheißen Geld jedes Semester, das wird ja auch bleiben, das Semesterticket bleibt ja allein, da müsste ich jetzt ja sagen, erhalten. Muss ich da einen Haufen Geld für bezahlen, dass ich etwas theoretisch nutzen kann, was ich nicht nutzen kann, weil ich es nicht gebrauchen kann, weil es einfach für mich unnötig ist. Beziehungsweise, was bringt es mir, wenn ich dann statt 45 Minuten Autofahrt 2,5 Stunden mit Bus, Bahn und allen anderen Kram habe. Dann ist noch nicht mal die Städtebusse bei uns in der Ecke da, wo ich studiere, mit drin. Dann muss man auch noch extra kaufen. Nee. Da hätte ich sinnvoller gefunden, wenn sie es mal gemacht hätten, dass wer das Semesterticket will, soll es nehmen. Wer nicht, der braucht es dann noch nicht nehmen. Das wäre das Sinnvollste, aber es ist ja dann wieder unfair. Dann müsste Solidarität, ja, mir ist auch keiner, oder mit den Studenten, die das nicht gebrauchen können, ist auch keiner solidar. Solidarität geht es immer nur darum, wenn alle für etwas mitrappen dürfen, was sie nicht benötigen. Aber andersrum wird nie Solidarität gefeiert oder gemacht.
So, und genau hier machen wir das Linkingsbunks hin. So, und dann linken wir mal hier. So, zack. So, gucken wir mal, ob es funktioniert. Ja, das müsste doch jetzt funktionieren, oder? Okay. Jetzt bin ich irritiert. Ich dachte, das ging so. Linking Book? Oder muss ich jetzt dann auch drüben auch noch eins reinmachen, bevor das überhaupt funktioniert? 8, 9, 5, 7 und du bist 8, 9, 5, 7. Ja. Ja, komm. So, zack. Ja. Nö, das scheint irgendwie nicht ganz so zu sein, wie es sein soll. Ach, Mano, warum kenne ich mich mit so einem Murks noch nicht aus? Das müsste doch funktionieren. Okay, jetzt will ich es wissen. Ne? Also da mache ich jetzt mal Home Sweet Home. Teleport to. So, jetzt mache ich hier unten auch eins rein. Okay. Funktioniert das jetzt nur, wenn ich in irgendwo... Das müsste doch funktionieren. Warum funktioniert die Scheiße denn nicht? Ich kriege Anfälle. Jetzt haben wir Overworld Linking Books. Super. Und können sie nicht benutzen. Ach ja, ich kriege Anfälle, ich kriege Plack. Was soll denn nur dieser Kack? Ja, verstehe ich jetzt echt nicht. Tja. Gut, das werde ich mir dann nochmal... Das muss ich mir intervenieren, muss ich gucken, woran das liegt. Teleport to. So, da sind wir wieder. Das ist Bäumchen A und Bäumchen B ist da hinten. Da war doch irgendwo da hinten, ne? Ne, da so, ne? Wo ist jetzt der zweite Baum? Mensch, bau dich auf, Welt. Das ist auf jeden Fall nicht... Nee, muss da sein. Der muss da hinten sein. Lalalala. Da kommt er endlich. Mann. Es kann nicht... Wieso funktioniert das denn nicht richtig? Ja. Ich glaube, dann setze ich mir Baum statt den Teleportpunkt mal lieber hier hin. Dann da oben im Baum und gucken wir mal, wie das dann funktioniert. Es kann nicht angehen. Nichts funktioniert hier irgendwie. Nichts funktioniert. Ja gut, Linking Books habe ich selbst noch nie wirklich benutzt. Meistens ja nur so irgendwo hingeschmissen bekommen. Da, benutz! Verstehe ich nicht. Oder muss ich die nochmal irgendwie benutzen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es gleich sehen. Ich nehme das Buch da oben mal raus und gucke mal. Hey. Das ist aber auch ein Weg. Wer ist bloß auf die Idee gekommen, hier in so einen Baum zu ziehen? Ich glaube, ich weiß, warum der gute God of Fail bei uns in dem Server beim Bomben irgendwann nicht mehr oben drin gewohnt hat, sondern sich unten unter alles gebaut hat. Ah, sind das Wege. So, es ist ein Overworld Linking Book, ja. Schön. Nö. Nö. Keine Ahnung, warum das nicht klappt. Ich habe keine Ahnung. So, dann machen wir es halt jetzt. Wie gesagt, so, Waypoints, wo ist er hier? Baumstadt. Edite. Wo sind wir jetzt hier? Machen wir mal... Genau den Standort, wo wir jetzt stehen, den machen wir dazu. Waypoints, Baumstadt, Edit. 694. Z. Okay. 40. Das ist jetzt 162. Und das ist 35.
94, 62, 35, 94, 62, 162, 35 oder 39, 39? War ich jetzt mehr? Ne, 35, passt. Dann werden wir uns halt darüber eben erstmal verlinken hier. Mann. So, zack. Ja, obwohl, ich glaube beim Fußboden, weil, wie gesagt, da, die Dinger gehen sofort kaputt. Ich glaube, der Fußboden wäre sinnvoller hier raus. Wäre ungünstig, wenn man hier so steht und so, ups, tot. Kriege ich euch jetzt wieder, ohne zu sterben? Na, bleibt da weg. Wie machen wir denn das mal hier? Das ist generell wahrscheinlich mit dem sicherer, ne? Das sieht schöner aus, ganz eindeutig.